Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des MAG, ich darf Sie heute Abend zu einer Premiere im MAG, ich bin im MAG, begrüßen. MAG im Dialog heißt unsere neue Reihe, die wir Corona-bedingt im Medium Zoom abhalten. Und meine beiden Gesprächspartner des heutigen Abends und ich haben die Ehre, die Auftaktveranstaltung dieser Reihe von Gesprächen, die in den nächsten Monaten vom MAG angeboten bekommen werden, zu halten. Unser Thema heute Abend ist die Ausstellung, die Sie noch bis 14. März im MAG sehen können, Adolf Loos Privathäuser, Private Houses, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Markus Christan, der unser Gastkurator für diese Ausstellung war, hier im MAG gestalten durfte. Wir haben uns für eine Präsentation entschieden, die überhaupt mal einen neuen Blick legt auf Adolf Loos Bauen in Wien anhand der Privathäuser und der Angebote für den Wohnenden. Dieses Grundangebot der Behausung, das Adolf Loos durch seine Zeit seiner Karriere eigentlich immer wieder neu definiert hat, zu zeigen. Für uns war es wichtig, im Losjahr, wir haben am 10. Dezember 2020 den 150. Geburtstag Adolf Loos gefeiert, diesem auch zumindest eine halbwegs abgeschlossene Ausstellung in Wien zu widmen. Das wird vielleicht auch ein Thema des heutigen Abends sein, dem wir ein bisschen folgen wollen. Wie setzt sich Österreich, wie setzt sich Tschechien, wie setzt sich die Welt mit Adolf Loos auseinander? Bevor wir anfangen, darf ich aber meine beiden Gesprächspartner noch einmal kurz vorstellen. Der Loos-Gemeinde sind Sie wohl beide sehr gut und sehr wohl vertraut. Von Markus Christan habe ich schon gesprochen. Er ist der Kurator des Adolf Loos Archivs und der Sammlung für Architektur der Moderne im Loos Archiv der Albertina in Wien, bekannt durch diverse Publikationen zum Thema, aber nicht nur zu Adolf Loos, sondern auch zur Architektur der Moderne. Wir werden dann gleich vielleicht gemeinsam kurz die Ausstellung, die Sie noch im MAG sehen können, Revue passieren lassen. Und unser zweiter Gesprächspartner heute Abend ist Andreas Wosch, wichtiger Architekt, Looskenner, großer Spezialist für das Werk Adolf Loos, der auch gemeinsam mit seinem Büropartner Erich Hubmann an diversen Loos-Restaurierungen in Wien beteiligt war, der auch hier im MAG schon tätig war, mit dem ich arbeiten konnte an unserer Ausstellung Adolf Loos Our Contemporary und der gemeinsam mit Erich Hubmann auch im Rahmen unserer Ausstellung Wege der Moderne eine ganz wichtige Rekonstruktion durchgeführt hat, nämlich die Rekonstruktion des Schlafzimmers von Adolf Loos. Wie sieht die Rezeption Loos aus? Ich würde gerne gleich mal mit einem zu diesem Thema beginnen mit einer Umschau, die
uns vielleicht zeigen wird, wie hier mit Los umgegangen wird in der Moderne. Dieser geringe Optimismus, wie man mit Los umgeht anlässlich seiner Geburtstage, das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt hat. Ich habe hier nur herausgegriffen, das Zitat aus der Fackel vom Dezember 1930, Adolf Loos zum 60. Geburtstag, dass dieser Staat diesen Mann feiern werde, war nicht zu erwarten. Also schon damals eine sehr negative Sicht auf die Möglichkeiten, Loos doch entsprechend zu feiern. Wir werden darüber gleich sprechen können, wie denn die Feierlichkeiten für Adolf Loos auch bedingt durch Corona natürlich in diesem Loosjahr so ganz anders ausgefallen sind. Unser Beitrag des MAG war eben diese Zusammenarbeit mit dem Loos-Archiv der Albertina, das zu dieser sehr, meiner Meinung nach, sehr klar abgegrenzten und sehr dichten Ausstellung geführt hat, die Sie noch bis 14.03. bei uns sehen können. Markus, darf ich dich vielleicht bitten, uns einen kurzen Abriss zu geben über das, was hier zu sehen ist und vielleicht auch diese Frage, die immer wieder auftaucht, was ist denn dieses Loos-Archiv, das die Albertina bewahrt? Also kurz ist schwierig, weil es geht hier um eine 100-jährige, fast 100-jährige Geschichte. Ja. Sie beginnt 1923, ich mache es im Zeitraffer, oder ich versuche es im Zeitraffer zu machen. 1923 war Loos Architekt beim Siedlungsamt. Und in dieser Funktion hat er auch einen Gemeindebau für Inzersdorf entworfen, als Terrassenwohnhaus, also schon als großen Block, nicht als Siedlungshaus, sondern als Wohnblock, so wie es damals durch Bürgermeister Seitz auch forciert wurde. Aber die Stadt Wien wollte das nicht bauen und Loos hatte, salopp ausgedrückt, die Nase endgültig voll von Wien und hat Wien Richtung Paris verlassen und seinen Schülern und Mitarbeitern gesagt, sie sollen alles weghauen, was er da gemacht hat, die ganzen Papiere und Dokumente. Die haben das Gott sei Dank nicht gemacht. Vor allem drei Herren sind da zu nennen, Ludwig Münz, Franz Glück und Heinrich Kulka, sondern haben das aufbewahrt. Loos ist ja dann immer wieder zwischen Paris und Wien hin und her gependelt. Er war ja nicht wirklich ganz weg. Später war er dann auch noch in Pilsen tätig und in Prag. Und es kam dann eben zu diesem 60. Geburtstag, auf den schon hingewiesen wurde. Und die drei Herren, die ich vorher genannt habe, wollten eine Loos-Biografie, Werkmonografie schreiben, hatten aber kein Fotomaterial, weil Loos ja immer gesagt hat, seine Werke sind nicht fotografierbar. Sie mussten also erst einen Fotografen losschicken, den Martin Gerlach, und der hat Fotos angefertigt. Also diese Fotos kamen dann zu diesem Loos-Archiv dazu und das Buch ist dann 1930, 31, eben im späten Dezember 1930 erschienen. Loos ist 1933 gestorben. Ja, und bei dem Buch, das ist auch noch wichtig, haben die, also Glück, Kulka, Münz, die noch lebenden Freunde von Loos und Bauherren von Loos gefragt, ob es noch Material gibt. Und über den Schroll Verlag. Da haben wir im Loos-Archiv die sogenannten Schroll-Rundfragebögen. Und die haben dann angekreuzt, wenn sie Fotos hatten oder Pläne und haben das auch geschickt. Also das wurde dann auch zu diesem Loos-Archiv hinzugefügt. 1938 ist Deutschland in Österreich einmarschiert, deutsche Truppen. Und Ludwig Münz musste und auch Franz Glück mussten Österreich verlassen. Und Ludwig Münz hat angeblich in Rucksäcken, ich frage mich, welche Größe diese Rucksäcke hatten, nach England flüchten, zunächst nach Wales und dann nach London, wo er dieses ganze Archiv dem RIBA, den Royal Institute of British Architects, überlassen hat, vorläufig einmal. Nach dem Krieg dachten die Engländer, sie können das jetzt behalten
Aber Münz hat das nicht so gesehen und hat die Dinge wieder abgeholt und zurück nach Österreich gebracht. Einige Zeit später ist er gestorben. Seine Witwe hat das geerbt. Seine Witwe ist gestorben. Die Kinder von Ludwig Münz haben das geerbt und haben es der Albertina 1968 zum Kauf angeboten. Damals war Walter Koschatzky Direktor der Albertina und es wurde halt von Koschatzky angekauft. Kurze Zeit später oder nahezu zur selben Zeit hat mein Vorvorgänger Burkhard Rückscher in der Albertina, auch Kurator für, oder ja, Assistent eigentlich für Architektursammlung, hat diesen Berg von Losdokumenten, Lospapieren, Fotos, Plänen gesehen und hat den Koschatzky gefragt, ob er das in seiner Freizeit unentgeltlich sortieren darf. Der hat das genehmigt und so entstand dann das Losarchiv, das wunderschön wirklich aufbereitet ist in säurefreien Kartons aufgelegt, in Leinenmappen mit Goldschrift, die Lederbeschriftung und so weiter. Wirklich sehr aufwendig gemacht. Das ist eigentlich fast der schönste Bestand, den wir haben. Am schönsten aufbereitet. Und ja, und Und im eine Laufe der Freude Jahre. drin zu arbeiten. Wir haben es sehr gemeinsam Ja, in der Vorbereitung der es Ausstellung gesehen. funktioniert immer noch sehr gut. Also bei Ja. der Ausstellungsvorbereitung jetzt zum Beispiel findet man sich recht gut zurecht. Ne? Ja, das ist interessanterweise auch vielleicht nach Architektenart nicht topografisch geordnet, wie es Kunsthistoriker machen würden, sondern nach Bauart, also nach Einfamilienhäuser, Siedlungsbauten, öffentliche Bauten, Hotelbauten, Bars und so weiter. Also nach Bauaufgabe ist es geordnet. Ja, die Albertina hat dann noch immer weiter gesammelt. Es sind auch in der Ausstellung zum Beispiel einige Blätter zu sehen, die mein Vorgänger Richard Bösel gekauft hat. Beziehungsweise auch schon in meiner Zeit, Mitte der 90er Jahre, hat Kurt Gerlach, der Sohn des Fotografen, die Glasnegative seines Vaters verkauft. Und alles, was Loos betroffen hat, hat er der Albertina gekauft. Und wir haben also auch von allen Fotos, von denen, die da in der Ausstellung auch zu sehen sind, auch die Glasnegative seitdem. Auch ziemlich um die gleiche Zeit, auch Mitte der 90er Jahre, ist Hans Buchhammer vom Institut für Wohnbau an der TU, hat es emeritiert und hat alle Modelle, die er in seiner Lehrzeit an der TU bauen hat lassen, von Studenten der Albertina überlassen. Da gab es damals schon in der Albertina eine kleine Ausstellung dazu. Und diese Modelle sind jetzt auch in der Losausstellung zu sehen, plus dem. Wir haben zwei Originalmodelle von Loos und das eine Originalmodell ist sozusagen das Prominenteste, das in der Ausstellung zu sehen ist. Das ist das Haus von Josephine Baker von 1928. Ja. Ja, und so ist das Loos-Archiv entstanden und das war auch eben der Ausgangspunkt für unsere Ausstellung. Es Ich war gebe dann hier vielleicht gerade ein paar Bilder ja, frei, bitte. die Genau. die uns vielleicht auch zeigen, denn ein paar Einblicke in die Ausstellung. Ich glaube, was sehr schön in der Ausstellung funktioniert, ist dieser Dialog zwischen Modell, Zeichnung und Fotografie des ausgeführten Gebäudes. Hier vorne haben wir das Josephine Baker Modell. Das ist ja das einzige Originalmodell aus der Lebzeit los ist. Also ich sehe es nicht, Reinhard. Ich weiß nicht, ob die anderen es sehen. Ich sehe es nicht. Ich muss den Bildschirm freigeben, Reinhard, glaube ich. Bildschirm freigeben. Jawohl. Jetzt sollte es zu sehen sein. Genau. Ja, vielleicht soll ich noch ein paar Worte zur Ja, Ausstellung gerne. sagen, während du da so durchklickst. Ja. Also die, wie gesagt. Der Raum, in dem die Ausstellung stattfindet, ist ja nicht besonders groß und es war klar, dass man sich auf irgendein Thema beschränken muss und da keinen großen Rundumschlag machen kann. Vor 4, 5 Jahren war in Spanien eine Ausstellung, Private Spaces, mit der Möbelsammlung, überwiegend mit der Möbelsammlung von Julius Hummel. Und darum war dann die Idee, hier in Wien Private Houses, auf Deutsch Privathäuser, zu machen und das deckt quasi komplett hier der Losbestand auch ein. Also damit kommt man aus, kann man das alles zeigen.
Es ist dann nur noch ein Objekt, da wird dann der Reinhard noch mehr dazu erzählen können. Als Architekt hatten wir den Michael Embacher, mit dem ich sehr glücklich war und sehr zufrieden und der die großartige Idee hatte, das sieht man hier bei diesen vier Tischen, wo die Losmodelle vom Buchhammer, Institut Buchhammer drinnen stehen. Also das ist sozusagen ein zweiplattiger Tisch, der hat eine Vertiefung und man kann dadurch alle Modelle auf einem Niveau zeigen. Also die Modelle haben unterschiedlich hohe Podeste. Und wenn man sie nur so draufstellen würde, würde das sehr unruhig ausschauen. Aber so stehen alle in einer Ebene und diese kleinen vier Los-Cities schauen wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr ansehnlich aus. Ja. Anne-Marie Fliedl hat die Grafik gemacht. Ja, es gibt noch Wandtexte. Also wie gesagt, es sind mehr oder weniger drei große Gruppen, die Modelle, die Pläne an der Wand, wobei die Pläne an der Wand, die in den zwei großen, langen Vitrinen sind, wie man hier auch sieht auf dem Bild, die sind jetzt nicht nur aus der Zeit von Loos, ehrlich gesagt, sondern auch später offenbar von irgendwelchen Schülern noch sind Loos-Pläne weiter dazu gezeichnet worden. Loos selber war ja kein sehr begnadeter Zeichner, aber trotzdem haben seine Zeichnungen einen großen Impetus, eine große Dynamik. Und wir haben vielleicht 100, 120 Zeichnungen von den 100 Blättern, die wir im Loos-Archiv haben. Und ein paar sind hier auch ausgestellt. Also das Ganze stellt auch ein bisschen einen Querschnitt durch das Loos-Archiv dar, sozusagen. Und oben, das hat man jetzt auch ganz gut vorher gesehen, Loos ist ja, hat ja nicht nur gebaut, sondern er hat auch viel geschrieben und sehr gut geschrieben. Und zwar in der Art so eines Wanderpredigers, in der Art von Martin Luther, uns inspiriert und sehr gerne werden immer Zitate von ihm genommen. Ich habe hier eine Auswahl getroffen oder wir haben hier eine Auswahl getroffen, die ihm in diesem Münzglück-Buch vorkommt von 1960, das ja noch von Loos, zu Lebzeiten von Loos erschienen ist und quasi von ihm autorisiert ist. Was wir noch hier haben, ist eine kleine versteckte Installation in der Ausstellung für Hardcore-Loos-Fans. Die Albertina hat zwei Loos-Büsten. Die eine sehen wir gerade hier. Das ist ein Gipsabguss der Bronzebüste von Loos 1910 von Arthur Emanuel Löwenthal, die in der Wohnung von Leopold Goldmann, dem Bauherrn vom Loos-Haus am Michaelerplatz, stand. Und es gibt noch einen zweiten Gipsabguss, der im Privatbesitz ist. Und das Bronzemodell ist, das Original ist im Besitz des Wien-Museums. Und auf der anderen Seite, vielleicht kommen wir da noch vorbei, vielleicht hat sich der Fotograf getraut, ein Foto zu machen, haben wir die Totenmaske von Loos. Also auf der anderen Seite, auf der anderen Stirnseite des Saales ist die Totenmaske von Loos. Loos ist also im August 1933 verstorben. Tag danach, glaube ich, wurde die Totenmaske abgenommen und kurze Zeit später Karl Kraus überreicht. Der ist aber selber 3 Jahre später gestorben, 1936, und seine Familie hat das geerbt. Und schließlich und endlich kam sie dann 1970 über die Galerie Würtle, wurde sie angekauft für das Loos-Archiv, für die Albertina. Also das war auch in der Zeit, wo Burkhard Rückschuh gerade das Archiv geordnet hat, was ich vorher erzählt habe. Und der sehr eifrig war im Auftreiben weiterer Bestandteile zum Loos-Archiv. Ja, das ist ja mal ganz jetzt Aspekt, ja. Durch diesen Rundgang zum Objekt gekommen sind, darf ich vielleicht noch kurz ergänzen. Es war eine, man kann durchaus sagen, glückliche Fügung, dass wir eigentlich in den ganz gegen Ende unserer Ausstellungsvorbereitung noch ein Objekt angeboten bekommen haben, das bisher noch nie ausgestellt worden war, das aber einen direkten persönlichen Zusammenhang mit dem Werk Adolf Loos hat. Das ist dieser Reisesekretär von Adolf Loos, den Sie jetzt hier im Bild unserer Präsentation sehen, der sich heute in Privatbesitz befindet. Wir kennen die Geschichte des Möbels eigentlich hauptsächlich durch die Überlieferung von Johannes Spalt, der das
Möbel von der Haushälterin Adolf Loos, der berühmten Mitzi Schnabel, erworben hat und auch erstmals publiziert hat. Und durch den Besitzerwechsel an einen neuen privaten Besitzer wurde es auf Vermittlung von einem mit uns befreundeten Möbelrestaurator mit Spezialgebiet Loos Möbeln möglich, dieses Stück erstmals in einer Ausstellung in Wien zu zeigen. Typisch für Loos, könnte man fast sagen, ein mobiles Möbel. Im Englischen nennt man diese Tische Captain's Desks oder Campaign Desks. Wir haben einen eigenen Marktblog-Beitrag dazu gestaltet, weil es wirklich auch in seiner Anmutung sehr viel über das Entwerfen und das so mobile Leben Adolf Loos aussagt. Und wir glauben, dass der Sekretär quasi als historischer Laptop Adolf Loos hier eben in der Ausstellung einen sehr guten Platz gefunden hat und sozusagen auf sehr schöne Weise mit den Zeichnungen in den beiden Vitrinen zu Seiten kommuniziert. Also auch das war eine sehr glückliche Fügung, dass wir zu unserer Ausstellung die Möglichkeit bekommen haben, dieses Stück noch in die Ausstellung zu integrieren. Ja, vielleicht um von unserer Wiener Perspektive auf Adolf Loos als Architekt ein bisschen den Fokus zu weiten, möchte ich hinweisen auf die großen und intensiven Aktivitäten, die das Land gesetzt hat, dass Adolf Loos ja nach 1918 auch als Staatsbürger, als Designer anerkannt hat. Das ist Tschechien. Die Kollegen sowohl in Brünn als auch in Prag haben in den Museen schon im vergangenen Jahr große Ausstellungen vorbereitet. Im Museum der Stadt Brünn haben die Kolleginnen und Kollegen die große Ausstellung Adolf Loos, der Europäer und sein Erbe in Brünn und darüber hinaus gezeigt, die von Juli bis Dezember zu sehen war. Das Ergebnis der wirklich faszinierenden Neuentdeckungen, die sich auch im Zuge dieser Ausstellung auch noch in Brünn ergeben haben, liegt jetzt seit kurzem vor. Es ist der wunderbare Katalog zur Ausstellung, fast 500 Seiten stark. Ich zeige hier einige Seiten aus dem soeben erschienenen Buch, das wieder sehr viele neue Aspekte eröffnet, Forschungen, vor allem auch die unsere Kollegin Jana Kurzinkova den Verbindungen, die Adolf Loos mit Viktor Ritter von Bauer hatte. Im Zuge der Ausstellung konnte auch erstmals das sogenannte Bauerschloss auf dem Gelände der Brünner Messe zugänglich gemacht werden, ist jetzt gut publiziert und auch in einer sehr schönen Inneninstallation zu sehen. Und es kamen auch unter anderem hier, weil ich gerade die Seite zeige, neue unbekannte Zeichnungen zum Vorschein, die den Bestand auch im Loos-Archiv der Albertina wieder wunderbar ergänzen. Und was
macht Brünn, was Wien nicht macht. Man sieht hier sehr gut, los wurde ein Denkmal, ein neues Denkmal gesetzt. Markus Christian hat in einem eigenen MAC-Blog-Beitrag, auf den Sie auf unserer Homepage nachlesen können, auch die Geschichte des Grabmals von Adolf Loos, die bis zu diesem quasi abgenommenen, vom Grabmal Loos auf dem Zentralfriedhof abgenommenen Denkmal führt, nachrecherchiert und uns präsentiert. Diese Aktivitäten, die sich auch fortgesetzt haben in der Ausstellung, die unser Kollege Karl Alexander im Technischen Museum der Stadt Prag im Dezember eröffnet hat, werden uns noch das ganze Jahr begleiten. Es gibt den Plan eines Symposiums zum Werk Adolf Loos, eines internationalen Symposiums, das das Brünner Denkmalamt, Kollege Peter Sorbo dort plant, das in diesem Jahr durchgeführt werden soll, das letztes Jahr aufgrund der Corona-Lage nicht realisiert werden konnte. Und einer der wichtigen Referenten, der auch bei diesem Symposium sprechen sollte, war und ist, und der auch noch sprechen wird, hoffentlich in diesem Jahr, ist Andreas Wosch, den ich jetzt gerne in unseren Diskurs intensiver einbeziehen möchte. Andreas, kannst du uns aus deiner Erfahrung und aus deiner Sicht auch als bauender Architekt ein wenig Aufschluss geben, wie stellt sich für den modernen Architekten das Werk Adolf Loos dar? Wie siehst du Loos Wirkung und Nachwirken auf die Architektur in Österreich, aber auch in Europa und der Welt? Ja, also das ist natürlich eine sehr, sehr breite Frage. Ja. Jetzt vielleicht in einem zweistündigen Vortrag irgendwie. Aber ich glaube, dass ganz, wenn man irgendwie nur ein paar Punkte herausgreift, es unterschiedliche Aspekte gibt, die diese Rezeption betrifft, was das heutige Datum betrifft, also diese letzten Jahre, sagen wir so, betrifft. Weil es gab natürlich Perioden, wo diese Rezeption gerade in Architektenkreisen, würde ich sagen, wesentlich intensiver war. Also speziell die 60er, 80er Jahre waren ja wirklich gerade so eine Los-Euphorie weltweit, und es wurde weltweit geforscht und aufgearbeitet. Und es gab durchaus auch sehr viele bedeutende Architekten, wenn ich nur an Aldo Rossi zum Beispiel erinnere, in seinem Fall schon Anfang der 60er Jahre, die sich intensiv mit Loos beschäftigt haben. Und das geht ja auch sehr parallel mit dem, was der Markus vorhin erzählt hat, mit dieser Sichtung des Loos-Archivs. Und also da beginnt doch dann auch dieser Prozess der natürlich auch der Unterschutzstellung und der Loos-Willen etc. Das, also ist das, wie siehst du das? Ist das, kann man hier sagen, da ist eine Parallele in der zugänglich Verfügbarmachung des Materials und der Auseinandersetzung damit? Naja, die Auseinandersetzung setzt eigentlich interessanterweise ein, schon bevor dieses Material überhaupt zugänglich ist und verfügbar ist. Also wirklich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, interessanterweise auch gar nicht in Wien primär oder nur teilweise in Wien, aber eben zum Beispiel auch in Italien, wo das Interesse an Adolf Loos sehr früh da ist und man sich aber in erster Linie orientiert an dem, was eben aus dem Kulka-Buch bekannt war, beziehungsweise nach den Schriften auch. Also das sind vor allem die Schriften, die zwei Bände, die noch zu Lebzeiten von Loos herausgekommen sind, die eigentlich dieses Interesse hervorrufen und quasi Loos als mythische Figur. Aber das ist eben diese Periode, die beginnt wirklich mit so einer Auseinandersetzung, die nicht noch primär wissenschaftlich ist,
in unserem heutigen Sinn, sondern tatsächlich aus einem sehr lebhaften Interesse an dem Werk, an den Schriften, an den Gedanken von Adolf Loos herkommt. Und dann beginnt in den 70er Jahren, würde ich sagen, eben auch mit dem Material, das Ruckschuh an der Albertina am Adolf Loos Archiv aufgearbeitet hat, durch natürlich die Monographie von Ruckschuh und Schachel, dann Anfang der 80er Jahre, die ja mehr oder weniger über die ganzen 70er Jahre eigentlich im Entstehen war, und parallel anderen Publikationen, ich erinnere nur an die Publikation von Tschech und Mistelbauer über das Looshaus zum Beispiel, nach wie vor also eine wirklich grundlegende Publikation. Da beginnt dann eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, immer noch interessanterweise in erster Linie von Architektenseite. Also es sind eigentlich zumindest genauso viel oder fast mehr noch Architekten, ihr habt es schon erwähnt, Hans Buchhammer zum Beispiel, aber Friedrich Kurrent, diese gesamte Generation und eigentlich mehrere Generationen, wenn man dann Kapfinger, Krischanitz, Steiner und so weiter. Also diese Beschäftigung von Architektenseite mit Loos ist wahnsinnig intensiv in dieser Zeit. Die Debatten über die Schriften, über diesen polemischen Zugang auch, über die Kulturkritik, das ist natürlich etwas, was auch in der Zeit sehr liegt. Und es verbreitet sich dieses Interesse immer mehr und es ebbt aus meiner Sicht jetzt ein bisschen ab in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren. Und man hat irgendwie so ein bisschen den Eindruck, es ist da alles erforscht eigentlich. Mhm. Zumindest in Österreich und in Wien spüre ich irgendwie so dieses, was will man da noch Neues entdecken quasi. Ja? Das ist eh alles bekannt. In Wirklichkeit stelle ich einfach immer wieder fest, dass also Kollegen oder Kolleginnen, Jüngere, vor allem auch Studierende, Loos mehr oder weniger nur vom Hörensagen kennen. Also es ist quasi wieder in so eine gewisse Vergessenheit fast zurückgefallen, bei vielen jedenfalls. Auf der anderen Seite gibt es aber Themen, die sehr aktuell sind bei Loos, die in den 70er Jahren noch nicht so beachtet worden sind und die eigentlich zu sehr aktuellen Themen führen, wie eben zum Beispiel einem nachhaltigen Bauen oder überhaupt eine Nachhaltigkeit in dem, was man vielleicht ganz allgemein im englischsprachigen Raum Design nennen würde, bei uns Gestaltung von Alltagsgegenständen oder Alltagsumwelten. Und da ist der Ansatz von Loos nach wie vor, denke ich, von einiger Sprengkraft und von einiger Wirkung, also wenn man ihn konsequent denken würde. Wir haben ja zum Beispiel in der Ausstellung auch die Patentzeichnung für das Haus mit einer Mauer. Ne? Das sind ja natürlich so Ansätze, die heute in der Thematik der notwendigen Verdichtung und des Weggehens von der Flächenversiegelung wirklich wieder, wie du sagst, auch Sprengkraft haben. Ja. Also das ist natürlich ein Aspekt, der dann nach dem Ersten Weltkrieg bei Loos ganz stark herauskommt, dieses Selbstversorgen, einfach dieses Mitgehen mit dieser Bewegung und der Versuch, das zu erkennen, eigentlich als eine wirklich zukunftsweisende, aus dem Leben heraus entwickelte neue Kultur. Da in dieser Reformbewegung gibt es natürlich sehr viel zu holen, aber auch in den früheren Texten, und auch späteren Texten, wenn man dann denkt an diesen Text von 1924 von der Sparsamkeit, da ist eigentlich alles drinnen, was wir heute als Nachhaltigkeit bezeichnen. Und das ist 1924, also das ist fast 100 Jahre her. Also da gibt es wirklich unglaublich viel zu sehen. Und dann ist es einfach für uns interessant, dass Loos, weil vorhin vom Adolf Loos Archiv in der Albertina die Rede war, ja. Und also es ist wirklich faszinierend, wie viel Material da zu finden ist, trotz der Nonchalance, mit der Loos ja seine eigenen Arbeitsprodukte gewissermaßen, mehr war das für ihn ja nicht, behandelt hat. Also das war für ihn nicht ein
waren für ihn nicht Objekte, die man irgendwie aufheben oder dass die, die einen bleibenden Wert haben sollten, sondern es waren tatsächlich Arbeitsbehelfe, die Zeichnungen. Also insofern, es war auch für ihn konsistent, dass er eigentlich die Zeichnung nicht in einer Weise kultiviert hat, wie das Zeitgenossen gemacht haben. Ja. Aber das Interessante ist, in dieser Fülle an Material gibt es einfach immer noch eine Menge zu entdecken. Und das liegt einfach daran, dass Loos eben in einer sehr unkonventionellen Weise, also für heutige Begriffe unkonventionellen Weise, gearbeitet hat, eben sehr stark auf der Baustelle gearbeitet hat, sehr stark im Gespräch mit Bauherren, mit Handwerkern gearbeitet hat, und davon sind oft nur Fragmente enthalten, beziehungsweise sind Blätter erhalten, wo auf einem Blatt, das an zwei Ecken abgerissen ist, drei verschiedene Projekte zu sehen sind, in fragmentarischen Skizzen, vielleicht ein Detail da, eine Gesamtansicht dort und so weiter und ein Grundriss, kombiniert mit Materialbeschreibungen. Also das ist auf den ersten Blick chaotisch, aber natürlich das Interessante ist, wenn man Loos auf die Spur kommen will, dann bietet genau dieses scheinbar chaotische Material einfach einen Anknüpfungspunkt für eine Arbeitsweise, die sehr konsistent ist und die aber sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Und das ist das, was uns, was wir jetzt so in den letzten Jahren an einigen Beispielen versucht haben, auch wo wir versucht haben, dem nachzugehen, wo, glaube ich, sehr viel zu holen ist noch. Also ich weiß nicht, ich kann da ein paar Beispiele zeigen auch. Aber ja, gerne. Also das ist, das begann eigentlich, also ohne jetzt da zu weit ausholen zu wollen, aber das begann eigentlich vor etlichen Jahren mit einer Forschung über das Loos-Service, das Loos für die Firma Lobner 1931 entwickelt hat, wo wir in Prag waren, im Kunstgewerbemuseum, diese enormen Bestände an Schnitten aus dem Archiv der Firma Lobmeier, die dort lagern, eine eigene Geschichte, die ich jetzt da nicht erzählen kann, durchgestöbert haben. Ja. Also Zehntausende von diesen Blättern, wie man sie da sieht, von diesen Schnittzeichnungen, und dann eben entdeckt haben, die oder gefunden haben, wieder aufgefunden haben, diese Zeichnungen, die sich auf das Service von Adolf Loos beziehen und da eben auch auf, also wenn ich, vielleicht muss ich das ein bisschen da in den Vollbildmodus. Wir konnten ja gemeinsam deine ersten Erkenntnisse dazu auch in unserer Ausstellung 2016 in Venedig im Katalog zur Ivetri degli Architetti, des Cluster Architekten, publizieren. Genau. Und vielleicht willst du kurz deine Forschungsergebnisse dazu nochmal in einigen Bildern zeigen. Ja, genau. Also da, zum Beispiel, was man hier sieht, ist eine Zeichnung eines Krugs, der von Loos nicht selbst gezeichnet wurde. Also sehr viel, was von Loos stammt, ist nicht von ihm gezeichnet. Das ist wahrscheinlich eine Zeichnung, die ein Mitarbeiter bei Lobmeier gemacht hat. Aber Loos hat hier offensichtlich in einem Gespräch Angaben gemacht, hat korrigiert, hat charakteristisch angegeben, diese Wände sollen unbedingt senkrecht sein, zum Beispiel, was eine riesige Debatte war in der Entwicklung dieses Services mit Lobmeier. Und diesen Krug haben wir dann also wir haben Lobmeier überzeugt davon, den erstmals zu produzieren, erstmals aufzulegen. Der Krug, der produziert wurde, ist eigentlich ein Krug, den Lobmeier später gewissermaßen aufbauend auf dem Service von Loos entwickelt hat. Aber mittlerweile, seit einigen Jahren, produzieren sie auch diesen Krug, den man hier sieht, also hier nochmal etwas deutlicher, eben nicht senkrecht, aber Loos besteht darauf, dass diese Form eine reine zylindrische Form ist, was glastechnisch enorm schwierig ist und eigentlich fast unmöglich. Also man sieht auch da sehr gut, dass Loos ja auch eben als Sohn eines Steinmetzens sehr im Dialog mit dem Handwerker auch verhaftet ist und also im positiven Sinne eigentlich Zeit seiner Karriere diesen Dialog kriegt.
Also deshalb ist für ihn dieser Dialog mit den Handwerkern auch so, so wichtig. Und, aber natürlich von Glasproduktion hat er ehrlich gesagt auch nicht so viel Ahnung. Ja? Also da gibt es auch ziemlich viele Missverständnisse, und die ist immer dann zum Beispiel in solchen Sprechzetteln. Los war zu dem Zeitpunkt ja quasi fast taub, kann man sagen. Er verständigte sich hauptsächlich mit Sprechzetteln. Also sein Gegenüber hat etwas, eine Frage aufgeschrieben, er hat das gelesen, hat dann dazu notiert oder fallweise etwas dazu gesagt. Und da kommen unglaubliche Missverständnisse heraus. Also sein Gesprächspartner in dem Fall wahrscheinlich Hans-Harald Rath, der damalige Juniorchef der Firma, spricht von der Produktion von 10 Krügeln im Rahmen dieses Services. Los versteht 10 Krügel und skizziert daraufhin ein Zinnkrügel. Und dann debattieren sie über dieses Zinnkrügel und so weiter. Also das habe ich alles in meinem Text, den ich auch in dem Buch zur Ausstellung in Venedig, Stanza del Vetro, geschrieben habe, versucht nachzuvollziehen, diese Szenen. Und das ist dann die einzige Zeichnung von Loos, oder besser gesagt von einem Mitarbeiter von Loos, Kurt Unger, die es zu diesem Service gibt und von der in der Firma diese mehr ging. Ja, Loos hat nicht mehr als kommentarlos ein Blatt mit 5 Rechtecken geschickt, ohne irgendeinen Kommentar. Also ganz so rudimentär war es auch nicht. Wenn man das genauer sich anschauen würde, würde man sehen, es ist eigentlich alles definiert. Es ist definiert, dass es am Boden diesen Steindelschliff gibt, wie es auch auf dem definitiven Gläsern dann auch ausgeführt wurde. Es sind die zylindrischen Formen definiert. Allerdings sind die Proportionen andere. Die Proportionen sind andere, die haben sich mehrfach, vielfach geändert. Und das haben wir dann versucht, in einer Art von Genealogie nachzuvollziehen. Also von den ersten Zeichnung, die diese Proportionen gehabt hat, haben sich sukzessive die Proportionen geändert mit Proben und so weiter. Und schließlich sind wir zu einer Art von Prototypenproduktion gekommen, dieser ursprünglichen Proportionen. Die hier zu sehen ist, zusammen mit dem Krug, der tatsächlich produziert wird. Auch dieses Glas für den Feingespritzten, hier mit Bier gefüllt, ist in Produktion bei Lohmeier. Und ein anderes Projekt war dann dieses, das eigentlich aus einer langen Faszination für diese kleine Skizze von Loos auf der Rückseite einer Visitenkarte herkommt. Die Frage, was das ist, also es war in der Literatur beschrieben als Vase oder als Löffelstein oder als verschiedenste Dinge. Wir haben dann durch verschiedene Rückschlüsse geschlossen, dass es ein Cooler sein muss, aus Glas. Dass dieser Glasbehälter diese kanelürenartigen Ausnehmungen hat, also eine Sechseckgeometrie. Und in diesen Ausnehmungen hat jeweils ein Glas, also insgesamt 6 Gläser Platz, die von dieser kalten, vorher eisgekühlten Glasmasse gekühlt werden. Und in der Mitte, in dem Loch, steht dann die Champagner- oder auch Wodkaflasche. Das lässt sich natürlich nicht mehr sagen, wie groß eigentlich dieses Objekt sein hätte sollen. Wir haben dann versucht, das zu rekonstruieren in den Proportionen und in den Größen, zusammen mit diesem feingespritzten Glas, das dann tatsächlich auch in einer etwas anderen Form in Produktion gegangen ist. Und das ist dann das Ergebnis gewesen, das dann ja auch im MAC in der Ausstellung präsentiert wurde. Ja. Also man sieht da auch hier die Erweiterung des Architektonischen bei Loos und die eine systematische Aufarbeitung auch dieser Thematik Loos und Glas steht da immer noch aus. Vielleicht auch eine Anregung an die Firma Lobmeier, die ja hier kongenialer Partner für Adolf Loos war, im Jubiläumsjahr Adolf Loos noch einmal eine solche Publikation zu überlegen. Ihr habt ja wirklich da wunderbares Material zusammengetragen.
Was mich noch damals fasziniert hat, was du mir erzählt hast, dieselbe Form von diesem Cooler mit diesen Ausnehmungen findet man auch beim Elefantenrüsseltisch von Loos für die untere Platte, die als Zeitungsablage vielleicht dient. Ne? Also das fand ich ganz witzig, dass wir dieselbe Form für vollkommen unterschiedliche Verwendungszwecke verwenden. Ja, das ist eine klassische Form, also Sechspass entwickelt. Wenn man nur den Querschnitt sehe, würde man an eine Bernini-Kapelle oder Borromini-Kapelle denken. Ja, stimmt. Also da merkt man einfach, dass Loos natürlich ein klassisch geschulter Architekt war und vor allem natürlich enorm interessiert war an Architekturgeschichte auch. Also die großen Meister, das kommt ja auch in vielen seiner Texte vor, waren für ihn unverzichtbar und eine unverzichtbare Quelle eigentlich seiner eigenen Arbeit. Und vielleicht in einer ähnlichen Weise würden wir das auch für Loos sehen. Also es ist eigentlich unverzichtbar, sich mit Loos zu beschäftigen. Aber vielleicht kann ich noch ganz kurz ein paar andere. Das war eine Wohnung, mit der wir uns in den letzten Jahren ziemlich intensiv beschäftigt haben, von der behauptet wurde, es wäre eine Loos-Wohnung. Und wir haben dann in einer jahrelangen, muss man fast sagen, immer nicht durchgehend, aber immer wieder weitergehenden Analyse, Demontage verschiedenster Teile, versucht, diese Geschichte der Wohnung zu rekonstruieren und gesehen, wie komplex eigentlich die Geschichte so einer Wohnung Anfang des 20. Jahrhunderts sein konnte, wie oft die Besitzer gewechselt haben, wie stark da umgebaut wurde. Also wir konnten da insgesamt circa 10 Schichten zwischen ungefähr 1900 und 1930, 35 feststellen. Und näher haben wir dann vor allem diese drei Räume uns angeschaut und da fällt natürlich auf, dass das so eine Enfilade ist, wie sie ähnlich in Loos-Wohnungen auch vorkommt, mit einem relativ schmalen Raum an einem Ende, einem Kabinett, dem was eben diese Kaminnische als Kaminnischen ja bei Loos kennt, einem Salon und einem Raum, der noch dazu speziell ist, weil er hier ein um 2 Stufen erhöhtes Podest an der Fensterwand hat. Und das Ganze über axiale Türen miteinander verbunden. Und wir konnten aber, das war dann natürlich faszinierend, über verschiedene Zufälle auch, muss man sagen, und Glücksfälle rekonstruieren, dass es für dieses Projekt tatsächlich für diese Wohnung tatsächlich ein Projekt gab, beziehungsweise für diese drei Räume, genau gesagt, ein Projekt gab von Adolf Loos, das allerdings nicht verwirklicht wurde oder das vielleicht in einer ähnlichen Weise von dem Bauherrn, einem Bankier Boskowitz, begonnen wurde, allerdings offensichtlich ohne weiteres Zutun von Loos oder man hat den Eindruck, dass Loos das Handtuch geworfen hat. Jedenfalls war das Projekt bestand vor allem in diesem Raum, also ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen über alle diese Räume mit Korrekturen einer Schräge zum Beispiel im Bereich dieses Kamins, ja, was sich von der derzeitigen Situation vom Bestand deutlich unterscheidet mit einem sehr großen Kamin hier. Korrektur, wie er das auch in verschiedenen anderen Projekten gemacht hat, mit einer Bücherwand. Aber hier führt er tatsächlich eine Art von Doppel-Portikus ein, zwei, hier und hier. Einmal rahmt er damit diesen etwas erhöhten Sitzplatz am Fenster und einmal den Kamin. Und das haben wir dann, das sind die Skizzen, die es dazu gibt im Adolf Loos Archiv, die aber nicht einem Projekt zugeordnet waren, sondern verschiedenen Projekten. Ja? Das ist ein Blatt und das andere Blatt ist dann ein Detail dazu. Und zwar ist das, hier erkennt man eine dieser ionischen Säulen, die hier den Kaminrahmen hätten sollen. Und man sieht hier diesen Kamin, der offensichtlich der war, der in dieser Wohnung vorkam. Wir fanden sogar eine Skizze an der Wand, an einer der Wände dieser Wohnung, die einen ähnlichen Kamin dargestellt hat. Allerdings wurde dieser Kamin so in dieser Form nie
errichtet, beziehungsweise ist jetzt ersetzt durch einen ganz anderen Kamin, der dann 1927 von Felix Augenfeld in diesen Raum eingebaut wurde. Und ja, also ein klassizistisches Projekt, eine Skizze, die eigentlich relativ viel sagt, aber man muss natürlich durch einen Zufall genau diese Wohnung kennen, um das zuordnen zu können. Und dann auch erkennen, dass diese Zeichnung hier zu der Zeichnung gehört, um es verstehen zu können, dass es eben tatsächlich sich um diese ionischen Portiken handelt, die hier vorgesehen gewesen sind. Und dazu haben wir dann diese Rekonstruktion, eine 3D-Rekonstruktion versucht, die man hier sieht, links im Bild ein Buffet, das ja jetzt in der Badensteingasse steht, das ziemlich sicher bis 1927 an diesem Ort gestanden ist. In der Feinkasse war, ja. Genau, ja. Und das von Friedrich Otto Schmidt hergestellt wurde und das Loos in einer anderen Wohnung nachweislich auch verwendet hat. Aber so viel zu der Frage, was man noch erforschen kann. Also es geht, glaube ich, vielfach auch darum zu erkennen, was ist tatsächlich konkret die Arbeitsweise von Adolf Loos und das, was landläufig Loos zugeschrieben wird, nur ja, schaut das einem oberflächlichen Verständnis von Loos ähnlich oder kann das tatsächlich von ihm sein? Und da kommt man dann schon drauf, dass seine Arbeitsweise wesentlich komplexer, wesentlich widersprüchlicher, raffinierter war als das, was gemeinhin mit ihm verbunden ist, sei es jetzt eben die Anleihen am englischen Wohnhaus oder auch die Ablehnung von Ornament oder ähnlichen Klischees. Also das sind vielleicht die interessanten Dinge. Und dann könnte ich noch über die eigene Wohnung etliches sagen. Das ist dann nochmal eine andere Forschung. Es wurde ja erwähnt, dass wir dieses Schlafzimmer rekonstruiert haben in der Ausstellung. Also, man sieht ja sehr gut, wie Loos eigentlich ein Repertoire auch an Elementen entwickelt, die wir ja, das war jetzt auch ein Ergebnis ja der Brünner Ausstellung zum Beispiel und des Kataloges dazu, wo man zum Beispiel diese antikischen Friese, die rekonstruiert und kopiert werden, jetzt erstmals auch verortet hat. Es gibt ja einen schönen Beitrag von einer Kollegin, einer Archäologin dazu. Magst du vielleicht, Markus, kurz dazu noch was erzählen? Ja, also die Archäologin ist Claudia Auinger-Lang. Bisher haben sich immer nur Architekturhistoriker da herumgemüht, welche antiken Friese Loos, der Ornamentlose, hier verwendet hat. Und die einzige Archäologin, die ich kenne, ist eben die Claudia. Die habe ich dann auch gefragt, weil die Brünner mich gefragt haben, habe ich diese Frage weitergereicht. Und Claudia Auinger hat dann in meinem Beitrag jetzt geschrieben, in dem Brünner Katalog, und herausgefunden, das wissen halt Archäologen, Architekturhistoriker nicht, dass das sind Abgüsse von Vasen, die im British Museum aufbewahrt werden. Also große Steinvasen. Die konnte man da, diese also die Model, das wurde damals abgegossen und diese Model konnte man kaufen, also im Shop quasi, oder wie das genau sich also da kann ich ergänzen, es gab sogar einen solchen Shop bei uns im Museum, das war die Gipsgießerei und in der in dieser wurden auch solche Reproduktionen verkauft und wir haben auch Abgüsse aus dem South Kensington Museum in der Gipsgießerei reproduziert und ich glaube, aus diesem Denken heraus entsteht auch so etwas wie diese Friese, die Loos ja immer wieder verwendet. Und also im Wesentlichen hat der Loos also zwei Friese verwendet, je nachdem, wo er sie verwendet hat. Wenn sie in einem Speisesaal war oder im Café Capua, dann einen bacchantischen, also Essen und Trinken, oder wenn es in einer Bibliothek war, einen intellektuellen, einen intellektuellen Fries, also etwas Ernsthafteres. Ja. Das finde ich ganz interessant, weil es ist also da nicht irgendein Abguss genommen worden, sondern das hat schon eine
eine Bedeutung. Ja, also, aber das ist jetzt für mich auch neu und jetzt, dieser Artikel würde mich sehr interessieren, aber ich kannte diesen Fries als Menadenfries, also das sind, soweit ich sehen konnte, auch anhand von Vergleichen mit griechischen Tempeln, Menaden, also tanzende, ja, man kann auch sagen, Banden. Es ist interessant, dass das von Vasen abgenommen ist, aber dieser Fries hier dürfte meines Wissens ja tatsächlich vom Parthenon. Das, die unten, die drei Platten sind zweifellos vom Parthenon-Fries, ja. Glaube ich auch. Das sind also, Abgüsse vom Parthenon-Fries. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich kann man sagen, da müsste man wirklich einmal einen Überblick haben, wo überall Friese sind oder so. Eben, also das wäre ein eigenes Thema. Das wäre noch zum Beispiel so ein Thema, Bearbeitung wo man noch weiter forschen könnte, wie das gekommen ist. Mhm. Beim Haus Rufer sind durchaus noch große Platten. Das ist Strasser, das Musiksalon Strasser mit dem Musikpodium. Ja. Ganz interessant, er verwendet hier eigentlich den Säulenschaft. Das ist, war mir auch nicht bewusst. Also es ist eigentlich ja, keine Säule, sondern es ist ein Säulenschaft, also ohne und ohne Kopf. Ja? Ja. Also ohne Kapitel und ohne Basis. Ja. Aber das ist genau der gleiche Schaft, den er hier zeichnet, allerdings kannelliert, eben in einer Proportion der ionischen Säule, wie sie Andrea Palladio festgelegt. Also das konnte ich genau feststellen, da gibt es Zeichnungen in den Quattro Libri, die sind haarscharf exakt diese Säule. Die verwendet er ohne Kapitell und ohne Basis im Musiksalon Strasser und hier in dem Projekt für Boskowitz. Und der Fries, ja, das, ich habe das immer eben trotzdem griechischen Tempeln zugeordnet, aber das ist gut möglich. Und hier eben am Haus Rufer außen, das ist sozusagen die Innenansicht und durch transparent durchgezeichnet, durchmontiert, diese Fragmente quasi vom Parthenon. Vom Parthenon-Fries. Aber ich meine, ich sehe das ja auch als etwas, das dem Denken, das lospflegt, der durchaus entspricht. Das ist auch Teil dieses Materials der Tradition, sage ich jetzt mal, dass er als für den kultivierten Kenner verfügbar ansieht und mit dem er seine Räume definiert und gestaltet, wie eben auch diese Differenzierung zwischen der Wahl der Frieser, oder wie würdet ihr das sehen? Ja, natürlich. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Wahl jetzt genau in der ionischen Säule und nicht einer korinthischen oder dorischen oder was auch immer, eine ganz bewusste Entscheidung war. Und also ich kann es natürlich jetzt nicht beweisen oder belegen, aber es gibt es meiner Meinung nach sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass gerade die ionische Säule, die ist schon in der antiken Überlieferung, schon von Vitruv her, eben diese Konnotation hat des Wohnlichen. Ja? Also ja, ja. In einem zivilen Kontext in erster Linie verwendet wurde oder auch in einem kulturellen. Also interessant ist ja, dass Semper im Hauptgeschoss am Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum ionische Säulen verwendet. Allerdings in einer etwas anderen Form, also nicht die palladianische Form. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung und ich glaube, dass das durchaus von seinem Bauherrn, das war ein Code, also es war eine Sprachregelung, die verstanden wurde. Also, und so wahrscheinlich auch diese Friese, würde ich sagen. Das ist ja auch wieder in den Quattro Libri von Andrea Palladio kodifiziert, der ja dann auch die Ionica für den Innenraum empfiehlt und auch anwendet in seinen Bauten. Nicht wahr? In Wien auch und in, ja, genau. Während die Stadtpalais oft ja eben eine korinthische Ordnung haben. Ja, genau. Ja. Also hier wird ein breites Feld aufgemacht. Ich möchte vielleicht auch noch erwähnen, dass wir ja nicht ganz allein sind in der Präsentation von Werken Adolf Loos in Wien. Wir haben ja die Kollegen in der Wien-Bibliothek im Rathaus, die parallel zu unserer Ausstellung ihre Präsentation
zeigen, geh jetzt doch schnell die Ausstellung besuchen, Schriften, Briefe und Dokumente von Adolf Loos in der Wien-Bibliothek, die ja zugänglich machen, etwas, was inzwischen auch schon in Buchform in Auswahl vorliegt. Das ist dieser literarische Nachlass Adolf Loos, der aus dem Nachlass von Franz Flück Darf ich vielleicht das dazu sagen? Ein paar Worte. Gerne, ja. Ganz kurz nur. Also Franz Glück, den ich ja schon vorher genannt habe, hatte beim Schwoll Verlag ursprünglich gearbeitet und war später Direktor des Historischen Museums der Stadt Wien, jetzt Wien-Museum, und hat 1962 einen Band herausgegeben, gesammelte Schriften, Adolf Loos. Das ist aber eigentlich nur das, was Loos selber in seinen zwei Büchern ins Leere gesprochen und trotzdem, die wir auch über den Büsten in der Ausstellung zeigen, die Titel, also in seinen beiden Büchern schon publiziert hat. Das war 1962. Und in diesem Band kündigt Franz Glück an, dass er einen zweiten Band herausgeben wird, demnächst, aber der ist nie erschienen. Er hatte aber das Material dafür. Das hat dann sein Sohn Wolfgang Glück geerbt, der Regisseur. Schüler Gerber ist, glaube ich, sein berühmtester Film. Und hat es vor 10, 12 Jahren der Wien-Bibliothek verkauft. Und es hat dann eben noch einige Zeit gedauert, bis dieses Material jetzt vor, glaube ich, 3, 4 Jahren publiziert wurde. Und da sind auch wieder zum Beispiel, weil wir sagen, es gibt immer noch was zum Entdecken, da waren natürlich wieder einige Aufsätze von Loos dabei, die noch nicht publiziert waren. Zum Beispiel überraschend ein Aufsatz von Adolf Loos über Gustav Klimt. Ja. Meine Theorie ist zum Beispiel, dass der große Klimt-Feind Karl Kraus, der Freund von Adolf Loos, zu Loos gesagt hat, das kannst du nicht publizieren, da kündige ich dir die Freundschaft auf. Also wäre so eine Hypothese. So ähnlich könnte es gewesen sein. Also mittlerweile ist es publiziert, kann man in diesem Buch von der Wien-Bibliothek nachlesen. Und aus diesem Bestand heraus haben die Kollegen Gerhard Murauer, Silvia Mattel, Wurm diese Ausstellung jetzt in der Wien-Bibliothek gemacht. Du willst wahrscheinlich noch die Ausstellung jetzt im Bundesmobiliendepot nennen, Reinhard? Genau, das wäre noch dritter Mitstreiter sozusagen, unsere Kollegin Eva Thielinger im Bundesmobiliendepot, die aus ihren ja wirklich wunderbaren Beständen heraus und auch in Referenz auf Möbel, die sie in der Sammlung zusammengetragen haben, in eine Präsentation zusammengestellt hat, die uns Adolf Loos im Zusammenhang mit dem Entwurf für Möbel näher bringt. Auch das etwas, wir haben ihn schon als Glasentwerfer kennengelernt, das Möbel, das er ja als etwas sieht, das eher wandfern, also nicht unbedingt ein Thema des Architekten wäre, aber wir haben natürlich die wunderbaren Typen, die er aus dem englischen Maschinenmöbel für seine Gestaltungen auswählt hier, also auch sehr zu empfehlen, die Präsentation im Bundesmobiliendepot, die uns auch diesen Aspekt Adolf Loos erschließt, wo man sehr schön sieht, dass Loos zwar immer konstatiert hat, dass die Aufgabe des Architekten am wandfesten Möbel endet, aber er natürlich auch in der Möbelgestaltung und an der Perfektionierung des Möbels interessiert ist, sieht man ja auch sehr schön in seinem Nachruf auf seinen Lieblingstischler Feilich, der da vielleicht besonders dafür steht, oder eben in dieser Wahl des Chippendale-Möbels, das immer wieder auftaucht hier. Ich würde gerne jetzt, wenn es der Wunsch ist, und das ist auch so gedacht, auch und die Möglichkeit, den hoffentlich Zuhörenden, ich sehe, wir haben eine ganze Anzahl an Zuhörenden, geben, sich mit Fragen oder Statements an uns zu wenden. Das ist jetzt nicht front-up gedacht, dieses Format, das wir hier
heute beginnen, sondern es wäre auch durchaus die Möglichkeit, wenn Bedarf und Interesse von unseren Zuhörern besteht, hier Kommentare und Fragen an uns zu wenden. Wir stehen dazu zur Verfügung. Darf ich die Lücke vielleicht, während die Leute überlegen, was sie fragen wollen, nützen, was mir nicht aus dem Kopf geht? 1989, 90 war die große Losausstellung an drei Orten in Wien, in der Albertina, im Loshaus am Michaelerplatz und im Historischen Museum der Stadt Wien, wo sowieso bis vor kurzem dauerausgestellt war, das Wohnzimmer von Los, übrigens auch zurückgehend auf eine Initiative von Franz Glück. Und da gab es 7 Kuratoren damals, davon waren 6 Gastkuratoren, Architekten, und mein Vorgänger Richard Bösel als Architekturhistoriker, Kunsthistoriker, sozusagen der Hauskurator. Und da waren eben alle die, was Andreas vorher gesagt hat, die Generation, also Buchhammer, Schweighofer, Ruckschow war natürlich auch dabei, noch als einer der Jüngeren aus heutiger Sicht und Kurrent. Und es soll ein recht interessantes Erlebnis gewesen sein. Ja, man sieht, kann man auch sehr schön in den Beiträgen des Kataloges ablesen. Wir haben hier eine erste Frage. Welche Gebäude in Wien oder international sollten wir gesehen haben, werden wir gefragt. Vielleicht sammeln wir hier mal Statements von uns dreien. Vielleicht magst du beginnen, Markus. Ja, also international, ich meine, einen Großteil kann man ja leider nur von außen besichtigen. Aber da möchte ich jetzt wieder die Lobeshymne auf Tschechien einstimmen, auf die Tschechische Republik, wo man eben wunderbar das von Burkhard Ruckschow großartig renovierte Villa Müller oder Haus Müller in Prag seit vielen Jahren ja schon besichtigen kann. Das ist ein absolutes Muss für Los-Fans. In Österreich gibt es Gott sei Dank die Möglichkeit, das Landhaus Kuhner zu besichtigen. Man kann dort sogar auch übernachten. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt nochmal zurück nach Tschechien. Da gibt es ja, soviel ich weiß, mindestens 13 Losinterieurs in Pilsen, die so alle zwischen 1928, 31, 32 entstanden sind und wo die Stadt Pilsen sich immer wieder bemüht, noch neue Interieurs zugänglich zu machen, zu rekonstruieren. Und da gibt es eigene Lostouren und geführte Touren. Genau. Da ist auch das einzige Haus, das noch im Besitz eines Nachfahren, eines Bauherrn ist, das Haus Brummel, das der großartige Michael Brummel besitzt und quasi der Stadt Pilsen zur Verfügung gestellt hat, selber noch als Pensionist, ich finde das ganz besonders bewundernswert, also rekonstruiert hat, renoviert hat und was man auch besichtigen kann. Ja, wir haben ja vor einigen Jahren gemeinsam die Marcon-Tour nach Brünn und Pilsen und Prag gehabt, wo wir auch Herrn Brummel besucht haben. Hinweisen sollte man, glaube ich, auch, dass heuer ja auch soweit möglich der Verein Architektur Erbe Österreich Touren durch Wohnungen und Häuser von Adolf Loos anbietet mit unserem Kollegen Ralf Bock gemeinsam. Ich denke, ergänzen sollte man auch, wenn man sagt, was sollte man gesehen haben, vielleicht in Prag auch noch die Villa Winternitz, die natürlich, wie ich immer finde, so ein schönes, minimalisiertes System der Villa Müller einem vor Augen steht, heute wieder im Privatbesitz der Familie. Und dann denke ich, ist es in Wien ja immer wieder ein schönes Erlebnis, in den Modesalon Knische zu gehen und das Haus am Michaelerplatz, das noch von der Raiffeisen Landesbahn hier in Österreich bespielt wird, zu sehen. Und wenn man da noch nicht genug hat, kann man ja noch auf einem Absacker in die Kärntner Bar gehen. Genau, genau. Andreas, möchtest du noch? Hast du etwas, wo du sagst, das muss man unbedingt gesehen haben? Naja, ich meine, das Los aus dem Michaelplatz hast du erwähnt, aber natürlich wäre da schon ein Wunsch, was ja bis vor wenigen Jahren, zumindest einmal im Jahr,
möglich war, da bei einem Tag der offenen Tür auch das Innere zu sehen, auch ja. natürlich die Halle und auch die oben das Mezzanin zu sehen, mit diesen unglaublich komplexen Raumplanlösungen, die da den Muster entwickelt hat. Also das ist ja natürlich, es ist sein Hauptwerk, und die Präsenz im Stadtraum ist natürlich extrem wichtig, die kann man immer sehen. Hoffentlich noch lange, aber ich hoffe doch, das Innere. Es soll ja da einen Wechsel geben oder eine Mietung oder ähnliches. Und da, das wird ein Punkt sein, wo man sehr genau aufpassen wird müssen. Also alle Kulturinstitutionen, Architekturinstitutionen in Wien sollten sich da jetzt schon eigentlich dahinter klemmen, darauf zu bestehen, dass das wirklich von öffentlichem Interesse ist und entsprechend auch zumindest zeitweise öffentlich zugänglich sein sollte. Genau. Wenn also auch der Auftrag oder der Wunsch an die Besitzer dieser wunderbaren Immobilien, da ihrer Verantwortung gerecht zu werden und sich hier auch die Möglichkeit zu erhalten, dass man Raumschöpfungen von Adolf Loos auch in Wien auch in Zukunft sehen kann und empfinden kann auch, weil das ist auch die schon erwähnte Kärntner Bar ist ja natürlich, die American Bar ist ja ein solches unglaubliches Raumerlebnis, dass man auch ohne einige, ohne Illumination durch einige Feingespritzte schon sehr gut genießen kann. Ja, also Loos selber hat ja ab 1907 immer wieder alle paar Jahre Loos, also Wohnungswanderungen selbst durchgeführt, wo gebeten wurde, sich die Füße abzustreifen, die Schuhe abzustreifen, und hat also selber geführt durch seine Wohnungen, aber offenbar eben auch nur zu den Wohnungen natürlich, was ja logisch ist, wo es dem Bauherrn recht war. Ja. Und ein Teil der Wohnungen war bis vor kurzem noch nicht einmal bekannt. So ist zum Beispiel vor wenigen Monaten oder Jahren erst die Wohnung Roy aufgetaucht. Ja. Wo dann das Herrenzimmer vom Bundesmobiliendepot angekauft wurde und ich nehme an, auch jetzt auch ausgestellt sein wird. Also ein neues Loos-Interieur, und es ist anzunehmen, dass es noch ein paar unbekannte Loos-Interieurs gibt oder gab oder vielleicht noch in Rudimenten erhalten ist. Also ja, auch das sind noch Themen für die Loos-Forschung, wo man noch weiter suchen kann. Ja. Weil vorhin Kulturerbe erwähnt wurde, also da gab es ja eine Führung in die Wohnung Alfred Kraus. Wohnung ist übertrieben, also es gibt diesen einen Raum, der ja auch schon bei Kulka abgebildet ist. Und das war für mich schon eine wirklich sehr interessante Erfahrung und eine Überraschung, diesen Raum in Wirklichkeit zu sehen, weil zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die bis dahin publiziert waren, eigentlich einen völlig anderen Raumeindruck wiedergeben. Also da ist man einfach wieder an die Worte von Adolf Loos erinnert, dass die Fotos seine Räume nicht wiedergeben können. Es ist Architekturfotografie funktioniert ja nur dann, wenn man den Raum oder das Gebäude eigentlich schon selber mal gesehen hat. Ja, wenn man jetzt diese Wohnung Kraus, diesen Raum betritt, und dann die Fotos nachher anschaut, dann sieht man das ganz anders und versteht das ganz anders, weil ja, das führt jetzt zu weit, aber es ist eine sehr interessante Lösung. Eigentlich eine Eckzimmer, das Loos mit einem scheinbar riesigen Erker da eine Symmetrie hineingibt. Mhm. Eigentlich mit einer abgeschwächten Ecke, asymmetrisch, fünfeckig. Ja. Ne? Und möchte plötzlich ist es sechseckig. Ja, bitte. Ich möchte euch nicht ganz unterbrechen, aber wir haben hier noch zwei Fragen. Eine, die sich vielleicht an dich richtet, Markus. Stimmt es, dass Josephine Baker nie den Auftrag für das Haus in Paris gegeben hat? Hat sie den Entwurf gekannt? Warum wurde es nicht gebaut? Also meines Wissens hat sie diesen Auftrag nicht gegeben. Loos war nur ein begeisterter Fan und auch ein Fan von Josephine Baker und hat vielleicht sogar persönlich einmal gesprochen. Von einer Freundschaft, glaube ich, kann man nicht sprechen wahrscheinlich. Er hat erfahren, dass sie zwei alte Häuser in einem noblen Bezirk von Paris gekauft hat und hat aus Begeisterung heraus begonnen, ein Projekt daraus zu machen, wo eben das Originalmodell jetzt in der Ausstellung auch zu sehen ist. Und das Besondere an diesem Haus ist ja auch, dass er
ja ein großes Indoor-Swimmingpool gebaut hätte. Und man hätte also der erste Stock war so halb öffentlich. Hier hätte Josephine Baker für ihr Publikum quasi eine kleine Bar unterhalten sollen und Vorführungen machen können. Tanzen als Sensation war vielleicht dann geplant, dass man sie durchs Fenster, die in das Swimmingpool hineingeschaut hat, wo man hineinsehen konnte, dass man sie ihr zuschauen hätte können, wenn sie schwimmt. Dass sie das nicht gebaut hat und ob sie es wirklich gekannt hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das Los überhaupt die Möglichkeit hatte, ihr das zu zeigen. Aber er war, das muss man schon sagen, da gibt es sogar ja ein berühmtes Foto auch. Los war sehr integriert in die Avantgarde-Szene Pariser von Paris Avantgarde-Szene, nicht damals. mehr als ja, Und mehr als in jetzt Wien zählt jetzt eigentlich. die Josephine Baker vielleicht so wieder nicht ganz dazu zu dieser Clique. Aber er hat ja dort in Paris das Haus Tristan Tzara gebaut auch, wo man leider auch nicht hineinkommt. Also ich war da noch nie drinnen. Da hätte Österreich zum Beispiel, um jetzt wieder das Beispiel, was der Reinhard vorher schon begonnen hat, anzuschneiden. Vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, war das Haus Tristan Tzara am Montmartre zu kaufen. Und es gab durchaus ein paar Bestrebungen, dass Österreich das als Ja. Kulturinstitut kaufen sollte. Stattdessen hat die damalige Außenministerin das Kulturforum oder Kulturzentrum von Österreich überhaupt geschlossen. Also es wurde kein neues Haus gekauft, es wurde in Paris ganz geschlossen. Es gibt es nicht mehr dort. Ja. Ist jetzt, Aber glaube ich, in die Botschaft integriert, wenn überhaupt, ja. ja, das, also diese Verantwortung, sollte man vielleicht generell erinnern. Also auch in Wien stehen ja immer wieder Villen und Häuser von Loos zum Verkauf. Und nicht nur von Loos natürlich, also ich erinnere nur an die Villa Bär, auch von Josef Frank, aber gerade auch von Loos ein Haus oder eine Villa oder auch eine Wohnung zu kaufen seitens der Stadt Wien oder seitens der Republik Österreich. Das wäre schon einmal ein Zeichen, dass man Kultur nicht nur sieht in Kabarett und Theater und Musikbetrieb, sondern dass auch Architektur und auch Architekturgeschichte einfach von einem sehr breiten kulturellen Interesse sein Ja. kann. Man hat das gesehen in Wien, also auch in Wien ist das möglich. Die Villa Bär war ja vor etlichen Jahren nur an einigen Wochenenden zugänglich. Das wurde gar nicht groß beworben, aber es waren zigtausend Menschen an diesen wenigen Wochenenden, die sich Ja. da gedrängt haben, muss man wirklich sagen. Also das Interesse an Architektur des 20. Jahrhunderts in Wien ist viel, viel größer, als man denkt. Und die öffentliche Hand wäre aus meiner Sicht, und da spreche ich jetzt auch als Vorstandsvorsitzender der ÖGFA, die sich da in dieser Hinsicht ja auch seit ihrer Gründung 1965 engagiert. Das Engagement der Republik und von Wien wäre hier wirklich dringend zu fordern. Ja, Und es war definitiv. ja damals nicht nur das Haus Bär von Frank zu kaufen, ziemlich gleichzeitig war auch das Haus Scheu von Loos Ja. ein paar Meter weiter zu kaufen und noch einmal ein paar Meter weiter das Haus Ciba Primavesi von Josef Ja. Hoffmann. Also Ja. man hätte alle drei Architekten der Wiener Moderne sozusagen in unmittelbarer Fußnähe gehabt und das wäre Nebeneinander gehabt, ja. ein kultureller Hotspot Ja, gewesen ja, geworden. Und mit ein bisschen Gastronomie und was weiß ich, es gab ja die ja. Idee zum Beispiel für das Haus Bär hätte man Svensk Dehn einladen können, dort ein Geschäft aufzumachen. Genau. Hm. Oder wie die Frank-Ausstellung im MAC war, gab es ja also einen Pop-Up-Store neben der Oper für Svensk Dehn. Und das war ja, glaube ich, soviel ich weiß, wurde 5-mal die ganze Ware, die dann nach Wien geliefert wurde, verkauft. Verkauft, Also es ja. wäre durchaus Interesse in Wien oder in Österreich, ja, das zu Ja, besuchen und ja. zumindest, dass es sich wirtschaftlich selbst finanziert. Ja. Wir haben hier noch einige Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Eine bringt uns, Markus, dich und mich wieder zum, oder vielleicht auch dich, Andreas, zu dem Thema, das natürlich im Jubiläumsjahr auch wieder nicht fehlen darf. Es geht nach der Frage zum um es geht die Frage zum Umgang mit der persönlichen Geschichte von Adolf Loos in Anbetracht der Anschuldigungen prekärer Zeichnungen von Minderjährigen gegen
Adolf Loos. Der Zuhörer, Zuhörerin ist an unserer Meinung hierzu interessiert. Wir haben unsere Meinung in der Ausstellung geäußert. Würde ich sagen, magst du das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, Markus? Ja, also Loos wurde ja in zwei Anklagepunkten, ja, es gab zwei Anklagepunkte. Also ich kann es jetzt juristisch nicht mehr genau formulieren. Auf jeden Fall die Glaubhaftigkeit der sehr jungen Mädchen, das muss man ja sagen, ne? Zwischen 8 und 10, glaube ich, der drei Mädchen, wurde also selbst von der eigenen Mutter angezweifelt, weil einer der Vorwürfe ist ja auch immer, dass die drei Fachgutachter mit Loos befreundet waren und daher sozusagen in seinem Sinn immer entschieden haben. Aber die eigene Mutter soll während des Prozesses auch dem Mädchen nicht geglaubt haben. Daher ist dieser eine Anklagepunkt fallen gelassen worden. Und der zweite war sozusagen, er hat sich also Mädchen in unzüchtigen Stellungen zu zeichnen, gilt als erwiesen, weil es damals Skizzen gab, die bei Loos gefunden wurden. Die sind mittlerweile verschwunden, die gibt es nicht mehr. Und der Richter, da kann man dann schon, wenn man es kritisch sehen will, von einer Art prominenten Justiz sprechen, hat die Strafe, das wäre normalerweise ausreichend gewesen für schweren Kerker, der also dann unbedingt stattfinden hätte müssen. Der Richter aber, Edmund Helmer Junior, der Sohn vom Bildhauer Edmund Helmer, hat so geurteilt, hat es umgewandelt, was möglich war nach dem Gesetz, auf Arrest. Und Arrest konnte er dann bedingt vergeben, also musste nicht unbedingt sein. Und so hat Loos 4 Monate bedingt den Arrest bekommen und für 3 Jahre sozusagen war er unter Beobachtung, ob er ein Wiederholungstäter ist, war aber nicht mehr und war dann sozusagen wieder schuldfrei. Und was ich immer noch ganz gerne sage, was halt für viele andere Künstler und überhaupt für alle Menschen gilt, ne? Kunst und Moral haben leider, oder Gott sei Dank, leider muss man sagen, nichts miteinander zu tun. Richtig. Also jemand, der sich viel mit Kunst beschäftigt, ist deswegen kein besserer Mensch. Das wäre schön und ist ein großer Wunschtraum der Menschheit. Es findet leider nur nicht wirklich statt. Vielleicht hat der Reinhard auch noch einen Kommentar dazu. Aber ja, absolut. Ich meine, wir haben uns ja im Vorfeld unserer Ausstellung auch bewusst damit auseinandergesetzt und haben gesagt, es muss auch in der Ausstellung ein Statement sein. Und wir haben im Statement, das in der Ausstellung hängt, ja auch gesagt, was war und was man wissen kann. Aber unsere Beurteilungskriterien sind nicht die des Psychologen, des Juristen. Wir urteilen natürlich ästhetisch. Was nicht. Andreas, du hast ja auch dazu dich in der fast schon legendären Diskussion damals im AZW geäußert. Ja, die Diskussion war nicht legendär, sondern sehr unglücklich eigentlich, aber ich kann nur auch natürlich darauf hinweisen, dass zwischen dem Werk und den persönlichen Verfehlungen und Verbrechen, die begangen werden, zu trennen ist. Also sonst dürfte man keine Musik von Gesualdo hören oder ähnliches. Aber das ist eines. Das andere ist natürlich das, was man schon im Fall von Loos vielleicht speziell sehen muss. Loos war natürlich eine Person, die öffentlich eine enorme Wirkung gehabt hat. Und auch eine Wirkung gehabt hat, die unglaublich umstritten war, also die einfach polarisiert hat, Zeit seines Lebens. Da war natürlich so eine Verfehlung oder so ein Verbrechen, das er ja nachweislich begangen hat, für das er verurteilt wurde, war natürlich etwas, wo die Augen von Anfang an besonders drauf waren. Dann kommt noch dazu, dass genau dieser Umstand von seinen Anhängern, von seinen Schülern, auch eben gerade die genannten Glück, Münz, Kulka, nicht thematisiert, also man kann ruhig sagen, verschwiegen wurde. Ja? Also es wurde einfach nicht darüber geredet. Ja.
Also ich bin das jetzt noch einmal durchgegangen nach der Literatur, die ich kenne, wäre ja eigentlich in der Biografie von Else Altmann los, 1968, zum ersten Mal seit 28 wieder von diesem Prozess überhaupt die Rede gewesen. Sie hat ja ein Kapitel eigentlich vorgesehen gehabt dazu, das dann vom Verlag aber herausgestrichen wurde. Und es war übrigens die ÖGFA, die in der zweiten Ausgabe der Architekturzeitschrift Umbau, die wir nach wie vor herausgeben, zum ersten Mal Auszüge daraus publiziert haben. Also sozusagen das Zensurierte, die zensurierten Stellen aus der Biografie von Else Altmann los. Und damit tatsächlich, eigentlich 1980 war das, zum ersten Mal das überhaupt in eine öffentliche Debatte gebracht hat. Also davor, ich meine, ich kann mich da jetzt nicht erinnern, weil ich da noch nicht, also ich habe da gerade Architektur zu studieren begonnen, aber was ich weiß, war das gerüchteweise zwar wohl bekannt, aber es wurde nicht offen darüber geredet. Und das ist natürlich, das hat natürlich Spätfolge entwickelt, wo bis heute der Eindruck entsteht, das wurde nicht ausreichend aufgearbeitet, was ja. wiederum und wir haben ja auch nicht stimmt. Also das ist sicherlich auch etwas, was absolut nicht richtig ist, weil mittlerweile und seit eigentlich den 80er Jahren ist es aufgearbeitet. Natürlich kann man immer noch mehr forschen. Es ist auch so, dass Ruckschow und Schachel 1980, 81, wie ihre Monographie herausgekommen ist, anscheinend Einblick hatten ja in den Gerichtsakt, haben aber daraus eigentlich nur das Urteil zitiert. Ich weiß es nicht, wie weit sie dem noch weiter nachgegangen sind. Also auf jeden Fall, das Gerichtsurteil wird dort auch wahrheitsgemäß dargestellt, ja. Zugleich aber wiederum montiert mit Aussagen von Bolger zum Beispiel, die man heute so sicherlich nicht mehr kommentarlos schreiben könnte. Ja. Also das heißt, auch da sieht man natürlich noch, dass sie gewissermaßen das relativieren wollen, in gewisser Weise. Ja. Aber seit den 90er Jahren, beziehungsweise dann seit den Nuller Jahren, gibt es da eine intensive Aufarbeitung dieses Kapitels. Und es war nur, also das Verschwinden dieser Gerichtsakte war eigentlich dieser Punkt, der das Ganze verhindert hat, die dann ja erst in 2014, 15 kleinweise zunächst journalistisch sehr geschickt gestreut wieder in Umlauf gebracht wurde, auch nicht seriös aufgearbeitet, sozusagen wirklich in einer Publikation, die auf einmal diese Information wertet und analysiert, was übrigens bis heute eigentlich ausständig ist. Also diese letztgültige Analyse dieser Gerichtsakte, also diese Gerichtsprotokolle, ist ja etwas, was nach wie vor ausständig ist. Nur das, was meiner Meinung nach das Problematische an Teilen dieser Diskussion ist, das ist der Versuch, ein Gerichtsverfahren, das vor bald 100 Jahren stattgefunden hat oder vor 90 Jahren stattgefunden hat, wo alle Beteiligten tot sind, wo man niemanden dazu mehr befragen kann, aufgrund genau der gleichen Akten, die damals gewertet wurden, noch einmal aufzurollen. Und jetzt kann man vieles nach heutigen moralischen Standards anders sehen und muss es anders sehen, als es damals gesehen wurde. Aber die Jurisdiktion war damals meiner Meinung nach viel weiter eigentlich als das allgemeine Bewusstsein. Also die Jurisdiktion hat durchaus diese Taten als Straftaten definiert und in der Abwägung der verschiedenen Aussagen ist das Gericht zu einem Schluss gekommen. Jetzt im Nachhinein sagen zu wollen, ja, die Aussagen wurden aber nicht richtig abgewogen, da muss ich sagen, glaube ich, steht man auf einem sehr dünnen Eis und hat, glaube ich, wirklich schlechte Karten, beziehungsweise ist das auch eine etwas eigenartige Vorgangsweise, einen Prozess 100 Jahre später noch einmal aufrollen zu wollen. Also auch hier noch was zu tun in der
weitergehen. Aber, ja, aber nicht von Architekturhistorikern. Nicht von Architekturhistorikern. Sondern wir haben hier noch drei Fragen, die ich noch gern mit euch kurz diskutieren würde oder euch auch um eure Meinung fragen würde. Eine Kollegin, die wir gut kennen, fragt, mich würde weiterhin der Aspekt der Mediendiskussion und dabei der fehlenden Übersetzung interessieren. Sie hatten ja bereits das Foto und die Zeichnung als Medien erwähnt. Was meinen Sie, wären heutige Medien, die vielleicht einsetzbar wären, um ein logisches Raumverständnis zu rekonstruieren? Ist das 3D für uns? Sehen wir das als die Raumrekonstruktion, die ja heute auch das architektonische Entwerfen sehr prägt? Wie würdet ihr das sehen? Also man hat natürlich mit dem im virtuellen Raum natürlich die Möglichkeit, viel mehr den Raumplan auch nachvollziehbar zu machen. Also das würde ich schon sehen. Und das sind natürlich auch die heutigen Generationen, die damit sowas aufgewachsen sind, viel mehr in so etwas bewandert. Wie würdet ihr das sehen? Naja, also ich meine, wenn ich da kurz aus Architektstöchen nehmen kann, ist natürlich nicht so, dass heutige Architekten nur mit 3D-Modellen arbeiten. Also es werden sowohl reale Modelle eingesetzt, es werden Skizzen nach wie vor verwendet und so weiter. Also nur aus einem 3D-Programm heraus, also es sei denn, man verwendet parametrische Methoden. Das ist wieder etwas anderes, aber in einer klassischen Weise nur mit 3D-Modellen kommt man auch heute nicht aus. Aber also wie wir es auch gezeigt haben an dieser Rekonstruktion dieses Zimmers in der Wohnung Boskowitz, das ist natürlich schon ein Mittel, um mit einem relativ geringem Aufwand etwas visualisieren zu können, was räumlich nicht wenig komplex ist, obwohl der Raum scheint ja wirklich relativ einfach ist, aber wenn man sich im Detail anschaut, dann doch nicht. Und das trifft natürlich auch auf den Raumplan zu, wobei ich bezweifle, ob Loos mit vielem, was dieses Mittel zur Verfügung stellt, heute sehr glücklich gewesen wäre. Weil vieles geht natürlich in Richtung genau einer Simulation, einer möglichst naturalistischen Simulation oder auch dem Erwecken von Stimmungen, von Atmosphären, von bestimmten Wirkungen in der Zeichnung, in der Darstellung. Und das war natürlich genau das, was, also wo es dann mehr also um die Täuschung oder um das Vortäuschen geht. Und das war sicherlich das, was Loos nicht wollte. Aber du kannst die Atmosphäre ja nicht rekonstruieren. 1989 bei der Loos-Ausstellung in der Albertina hatte ja Hans Buchhammer das Würfelhaus im Maßstab 1:1 nicht nur rekonstruiert, sondern eigentlich zum ersten Mal überhaupt gebaut. Es war ja nur ein Modell davon bekannt. Also 4 Fotos von einem Modell. Und ich war damals auch drinnen und das räumliche Erlebnis war wohl da, aber wirkliche Atmosphäre war nicht da, weil es waren weiße Wände und Loos hätte das vielleicht mit irgendwelchen Marmorplatten und Mahagoniholz und dergleichen mehr verkleidet oder mir bunt ausgemalt. Das hat alles gefehlt. Und, in meiner Erinnerung jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ins Haus Müller gehe in Prag, ist das ein ganz ein anderes Erlebnis, als wenn ich das sicher faszinierend. Das synästhetische Erlebnis ist nicht ersetzbar. Ne? Das ist einfach durch nichts ersetzbar. Also da kann ich jetzt CAD-Rekonstruktionen, 3D-Brillen, virtuelle Reality machen und weiß Gott was, das an Ort und Stelle zu sein und das räumliche Erlebnis, das haptische Erlebnis, den Marmor zu sehen und die wertvollen Steine, die Loos da so gerne verwendet hat. Ja. Da kannst du nicht. Ja, das ist, also da ist noch einmal der Loos, noch einmal unfotografierbar sozusagen. Ja. Nicht reproduzierbar. Damals, es war auch in Rom, war eine Loos-Ausstellung vor vielleicht 15 Jahren, hatte mein Vorgänger Richard Bösel gemacht. Da hat er rekonstruieren lassen von einem Steinmetz Gesimsteile vom Looshaus, also auch im Cipollino-Marmor. Ja. Aber man hat aus 30 Meter Entfernung gesehen, das schaut nicht so aus. Da fehlt auch heute, glaube ich, einfach das handwerkliche Können. Ja. Das ist ein Problem. Bei der Wiener Werkstätte wahrscheinlich auch. Wenn ich heute einem Handwerker die Zeichnung von Josef Hoffmann hinlege, schaut der Ring, schaut die Schatulle ganz anders aus, als sie ausschaut wie aus der Zeit von Hoffmann. Genau. Ja.
Das muss man heranbilden. Das hat ja der Hoffmann zum Beispiel gemacht. Und beim Los ist es ähnlich. Das kann man nicht mehr leicht machen. Das war für Ich uns habe natürlich noch. auch das Spannende bei dieser Rekonstruktion, damals in der Wege der modernen Ausstellung, genau das zu versuchen. Also Ja. eben in einer 1:1-Rekonstruktion, die eben nicht nur das Räumliche, sondern vor allem auch die materiellen Qualitäten, Farben und so weiter rekonstruiert von etwas, wovon ja nur Schwarz-Weiß-Fotos, zwei Genau. Schwarz-Weiß-Fotos eigentlich. Also Das das hat ja, wie Medium gesagt, auch gibt der es noch Burkhard nicht, Rupsch ein Los das ausgemacht, Los 1:1 umsetzt Tschechien und in der Gärtner Bank. nachvollziehbar macht für den Ja. Betrachter. Das ist eine wirkliche Kunst, nicht? Ja. Ich habe noch, wir haben hier eine Frage noch zum Los Reiseschreibtisch. Die Frage nach den Füßen des Reiseschreibtisches, dass die gar nicht nach Los aussehen. Also da kann ich vielleicht kurz dazu antworten. Diese gedrechselten Füße, die Balusterfüße waren durchaus üblich und waren auch durchaus etwas, was Los hier bewusst auch verwendet hat. Es war auch hier wieder ein Möbeltypus, den Los für seine Zwecke einsetzte. Sie sind ja klappbar auch, also man kann sie quasi in den Korpus, in den hinteren Korpus des Möbels versenken. Wir haben im Vorfeld des Blogbeitrags, den ich für unsere Homepage verfasst habe, ja auch das Möbel mit Stefan Vogelhofer untersucht und haben festgestellt, dass sicher die Originalfüße waren. Also auch hier wieder etwas, was Los übernimmt und in seinen, kann man sagen, Kosmos der Möbel, die er wählt, und das ist ja vielleicht die ganz persönliche Wahl, übernimmt, könnte man sagen. Also auch wenn es einem vielleicht seltsam anmutet, aber auch das fällt ja in den gleichen Bereich wie die englischen Maschinenmöbel, die er sonst hier wählt. Und wir haben hier noch eine Frage: Hat Loos sein Haus in der Werkbundsiedlung wirklich noch selbst entworfen oder waren Gehilfen einer Werkstatt tätig? Auch hier wieder, vielleicht magst du auch dazu noch kurz was sagen, Markus. Das ist natürlich wieder die Frage der Assistenten. Also, ja, also in dem Fall beim Haus in der Werkbundsiedlung hat ja Heinrich Kulka, ist ja nicht nur Mitarbeiter, sondern er hat die Pläne auch mit unterzeichnet. Also, es ist schon anzunehmen, dass das ist ja schon 1931, 32 gebaut und also geplant und gebaut. Also, Loos schon ziemlich krank war. Aber trotzdem, Kulka zu dieser Zeit, da haben wir auch Beispiele übrigens zum Landhaus Kuna in der Ausstellung. Also Kulka hat Loos als Gott verherrlicht und hat sich zu seinen Lebzeiten wohl kaum getraut, etwas zu tun, was Loos nicht abgezeichnet hat, abgesegnet hat. Also Loos war vielleicht nicht selbst an der Baustelle, aber es wurde sicherlich alles sehr genau besprochen und oder mit Plänen, Skizzen und dergleichen gezeigt, mit den damaligen technischen Möglichkeiten. Und ich finde, das sieht man dann auch bei den, also ich kenne ehrlich gesagt nur Fotos von Häusern von Kulka und da fehlt dann irgendetwas, fehlt dann immer. Dann stimmen komischerweise die Proportionen nicht mehr so gut, so gekonnt wie bei Loos. Also ja, da ist eine Qualität, die ich hoffe, es sieht jetzt niemand von der Familie Kulka zu. Das ist unwahrscheinlich, sind in Neuseeland. Also. Aber das, soweit ich es kenne, aber ich kenne es nicht gut genug vielleicht, ja, das kann das nicht mehr weiterführen, was Loos hier gemacht hat. Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, oder ist ja auch eines unserer Themen, weitere Forschungen zu Loos, ein großes Thema, das immer wieder so auch quasi bei mir vorbeikommt, das sind die vielen Schüler von Loos, die ja dann in alle Welt, also vor allem auch nach Amerika, oder aber auch nach Italien oder nach Tschechien, also nach Slowenien zerstreut sich haben und dort weitergebaut haben. Und da ist noch, glaube ich, sehr viel zu tun und herauszufinden. Man sieht eben eine schlechte Kenntnis dazu. Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Da gibt es viele, viele offene Fragen noch,
Da fehlt uns viele Die ganze grundlegende Bauschule von Loos auch. ganze Bauschule von Loos. Ja. Und das Weiterwirken seiner Schüler ist noch ein wirklich sehr großes Forschungsgebiet. Ja. Ja, großes Forschungsgebiet. Das ist, Entschuldigung, wenn ich nur ganz kurz, das ist eben genau einer dieser Fälle, wo die Forschung wahnsinnig wenig Material hat im Grunde genommen. Das heißt also, man müsste eigentlich sich dieses wenige Material in einer viel größeren Tiefe anschauen. Ja. Und dann würde man vielleicht im Vergleich von Projekten, die in seinem mitlos entstanden sind, mit verschiedenen Mitarbeitern, die ja seine Schüler waren, mit dem Werk, das sie später gemacht haben und so weiter, könnte man vielleicht Kontinuitäten oder Brüche erkennen. Aber wären spannende Aufgaben. Also speziell beim Haus in der Bergbundsiedlung ist es meines Wissens ja schon überliefert, dass es da eine heftige Auseinandersetzung zwischen Loos und Kulka gegeben hat, auch weil Loos an einem bestimmten Moment einfach gesehen hat, dass dieses Haus zu kompliziert ist für die Größe dieses Grundstücks und einen Gegenentwurf mit einem anderen Schüler, nämlich mit Kurt Unger, ja, die beiden Modelle sind ja bei uns in der Ausstellung. Genau. Ja. Und dann noch versucht er, das umzudrehen, was aber nicht mehr gelungen ist. Also das heißt, da gibt es durchaus auch Spannungsverhältnisse und Konflikte, die ausgetragen wurden. Natürlich gab es immer dieses Meister-Schüler-Verhältnis, absolut. Aber es gab durchaus nicht immer Konsens und durchaus eigene Persönlichkeiten auf Seiten der Schüler auch, die da zumindest, weil es notwendig war, in dem Fall bei Kulka war es ja tatsächlich notwendig, es wurde ja schon gebaut, es war notwendig, Entscheidungen zu treffen, ja. Loos nicht da auch, dann gab es natürlich auch Konflikte. Und dem nachzugehen. Oder ein anderer interessanter Fall, dem wir begegnet sind im Zusammenhang mit der Wohnung Boskowitz, ist Felix Augenfeld, der vor dem Krieg sich als ein großer, vor dem Ersten Weltkrieg ein großer Anhänger von Loos, nach dem Ersten Weltkrieg mit wirklich traumatisierenden Erfahrungen im Krieg und einer völligen Orientierungslosigkeit in der ersten Zeit danach, wendet er sich dann eigentlich von Loos ab und hat dann aber 1927 diese Aufgabe, eine Wohnung umzubauen, von der er glaubt oder von dem, der ihm gesagt wird, dass da Teile von Adolf Loos sind. Und also psychologisch, wir konnten das auch nicht bis ins Letzte analysieren, aber durchaus interessant, wie er dann mit dieser Aufgabe umgeht. Wie er quasi seinen Loos neu erfindet, noch in gewisser Weise noch loosischer sein möchte, dabei aber doch gewisse Dinge, eben diese großen Marmorpaneele und Ähnliches, die er ganz dezidiert ablehnt, eigentlich dann in den 20er Jahren vermeidet. Ja. Das kann man es hier machen. Schließt sich auch die Frage an, wissen Sie mehr über Loos Bauschule und die jüdische Gemeinde? Wir wissen natürlich, dass einige Schüler von Loos der jüdischen Gemeinde angehört haben. Aber das ist jetzt, da gibt es, es gibt den Beitrag von Iris Meder in unserem Tagungsband Leben mit Loos, den meine Kollegin Inge Podbrezke und ich herausgegeben haben. Also da gibt es aber eben wirklich noch viel Material. Und hier kam auch noch eine Frage zum Haus Landhaus Kuhner in Peierbach. Ein Zuhörer fragt, oder Zuhörerin, als ich 1990 das Haus sah, war es ziemlich renoviert, wild renoviert, verunstaltet, kam es nicht unter Denkmalschutz, obwohl Sie sagten, dass es in den 70er Jahren großes Interesse an Loos gab. Das Haus steht unter Denkmalschutz und wird als Hotel geführt. Markus, du hast ja auch eine eigene Publikation zum Landhaus Kuhner verfasst. Ich habe hier eine sehr schöne Abschlussfrage, mit der ich vielleicht auch zum Ende unserer Unterhaltung kommen will. Ein Zuhörer, Zuhörerin fragt, was war die Kernbotschaft oder Lebensmission von Loos? Vielleicht wollen wir hier drei Antworten versuchen, die das
zusammenfassen. Markus, willst du als der Losarchivar vielleicht beginnen? Ja, naja, also ich sage in solchen Fällen dann ganz gerne, Los liebte die Menschen, aber sie wollten seine Liebe nicht, weil sie ihn nicht verstanden. Ein ganz wichtiger Aspekt bei allem, was er getan hat oder bei vielem, was er getan hat, ist ja, dass er sie von unnötiger Arbeit befreien will, um ihnen mehr Freizeit zu geben. Und das ist ein, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, ein ziemlich großer sozialer Aspekt auch. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der Kernaussagen seines Tuns aus meiner Sicht. Ja. Andreas, wie würdest du das sehen, auch aus der Sicht des bauenden und entwerfenden Architekten, der auch das Werk Los analysiert? Naja, schwer auf einen griffigen Satz, aber ich glaube, wenn ich es jetzt polemisch sagen würde, vielleicht fast noch mehr als die Menschen liebt Material. Und das ist, finde ich, ein Aspekt, den man heute wirklich mitnehmen kann, wie ich vorhin schon angedeutet habe, weil dieser Respekt, den er hatte vor dem, wie er sagt, wie er sich ausdrückt, heiligen Material, ist er durchaus unmittelbar anschließen kann an heutige Debatten über eben die Stoffzyklen und die Ressourcenknappheiten, was Materialien betrifft, beziehungsweise die so nicht weiterführbare Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen und ähnliche Debatten. Also mehr Respekt für das, was wir als Architekten und Architektinnen verwenden, nämlich Baustoffe, Material, letztlich Stoffe, die wir der Natur entreißen. Das wäre wirklich eine absolut wichtige Botschaft, die eben weit über die unmittelbar ökologische Dimension hinausgeht, sondern eben zeigt, dass Ökologie und Kultur untrennbar verbunden sind. Also das ist ja vielleicht das, was ich auch in vielen Streitgesprächen mit Grünpolitikern, Politikerinnen immer wieder auch versuche klarzumachen, wer Ökologie nur als eine wissenschaftlich begründbare Notwendigkeit versteht, der greift einfach zu kurz. Also wir müssen das verstehen. Genau, dass das Ökologie von Kultur nicht zu trennen. Also ich würde da eben auch noch gerade als seine Lebensmission dieses Einführen von Kultur überhaupt auch sehen. Nicht umsonst gibt er das andere heraus zur Einführung abendländischer Kultur. Und das ist, glaube ich, etwas, was ja auch durch sein ganzes Werk sich immer wieder zieht. Der Humanist, wie du gesagt hast, Markus, der versucht nicht für sich, sondern für seine Mitmenschen eine lebbarere Welt zu schaffen. Das ist vielleicht etwas, was für uns heute auch etwas ist, was wir mitnehmen können. Vielleicht ein schönes Schlusswort. Wir haben es geschafft, über 1,5 Stunden uns eigentlich ganz launig und hoffentlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch informell und informativ über unser Thema Adolf Loos zu unterhalten. Ich danke sehr meinen beiden Gesprächspartnern Markus Christen und Andreas Bosch für ihre Zeit und ihre Expertise, die riesig ist. Vor uns liegt noch vieles, was für Loos zu tun ist. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über die Notwendigkeit eines Projektes, des Angehens von einer wirklich wissenschaftlich kommentierten Ausgabe der Schriften Los. Also wir rollen den Sisyphos-Felsen des Werkes Adolf Loos weiter und nehmen damit, und ich hoffe, das hat dieser Talk heute Abend auch gezeigt, sehr viel für die Gegenwart mit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank meinen Mitdiskutanten und bleiben Sie dem Markt gewogen und einen schönen Abend.